Hey, wenn ihr keine Fans von Manga seid, dann bleibt heute trotzdem auf jeden Fall dran, denn glaubt mir, ich fühle mit euch. Auch ich hatte überhaupt gar keine Begeisterung für dieses Genre, für diese japanischen Comics, könnte man es so nennen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich lange Zeit diese Faszination dahinter überhaupt gar nicht verstanden und es war einfach ein Genre, das irgendwie für mich überhaupt gar nicht auf meinem Horizont war. Aber in den letzten Monaten hat mich eine Geschichte relativ intensiv begleitet und zwar war das ausgerechnet eine Manga-Reihe. Und ich glaube tatsächlich, selbst wenn ihr jetzt Skeptiker seid, was dieses Genre angeht, könnte dieses Buch bzw. diese Geschichte, diese Reihe für euch vielleicht ein Einstieg sein in dieses ganze Thema. Denn ich bin der festen Überzeugung, dass man einfach irgendwie einen Zugang braucht. Und den habe ich gefunden, nämlich in der siebenteiligen Reihe A Silent Voice. Diese sieben Bücher sind allesamt im Egmont Manga Verlag erschienen, der mir diese auch freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Und ich bin relativ spät dran mit meiner Rezension, wenn ich mal ehrlich bin mit mir selbst. Aber nichtsdestotrotz möchte ich euch diese Bücher jetzt einfach noch einmal detailliert in einem eigenen Video vorstellen, weil ich eben, wie gesagt, denke, dass das Ganze einfach die richtige Geschichte ist, um irgendwie über den Tellerrand zu gucken und seinen eigenen Horizont zu erweitern. So ist es mir nämlich ergangen. Ich war so ein kleines bisschen der Meinung, als sei Manga immer etwas Unrealistisches oder irgendwie etwas, was nicht realitätsnah ist, etwas, das eben mich nicht packen kann, weil ich keinen Zugang dazu finde. Aber glaubt mir, wenn ihr A Silent Voice lest, dann findet ihr auf jeden Fall einen Zugang, weil wirklich die Geschichte, die hier erzählt wird, sehr, sehr realistisch ist und sehr nahe einfach, ich weiß nicht, am Leben dran ist und einfach das Ganze gut abbildet und wirklich, wirklich gut verpackt. Und ich tatsächlich öfter auch mal das Gefühl hatte, als würde ich hier einen echten Roman lesen und eben keinen Manga, der aus Bildern und aus Texten besteht. Im Kern geht es bei A Silent Voice um ein gehörloses Mädchen, das in der Schule stark gemobbt wird. Und dann außerdem um ihren Mobber eben, würde ich es mal nennen, der dann sich auf eine Reise begibt, wo er selbst an sich zweifelt und an seinen Taten und einfach versucht, das Ganze wieder gut zu machen, auf welche Art und Weise auch immer. Dabei geht es um Freundschaft, dabei geht es um Liebe, dabei geht es um Vergebung, dabei geht es auch um Rache, dabei geht es um Suizid. Es gibt also wirklich gleichzeitig sehr, sehr erwachsene Themen, aber eben auch viele Themen, die einfach mit dem Alter der Protagonisten zu tun haben, die viele Jugendliche vermutlich auch bewegen. Und das Ganze ist einfach wirklich, wirklich aus dem Leben gegriffen und bildet diese Problematik vom Mobben und von der persönlichen Entwicklung dadurch mega, mega gut einfach ab. Das Ganze sind, wie gesagt, sieben Bände und danach ist das Ganze auch abgeschlossen. Es gibt diese Reihe auch als Kinofilm und der lief tatsächlich hier letztens in Hamburg bei uns im Cinemax, aber ich habe ihn leider bis heute noch nicht gesehen, muss es aber auf jeden Fall noch nachholen, weil mir diese Reihe einfach so, so gut gefallen hat. Das Tolle ist auch einfach wirklich die Entwicklung der Geschichte. Wir haben nämlich in jedem Band natürlich irgendwie einen Handlungsstrang, der begonnen wird und der aber auch irgendwie wieder zu einem Ende führt. Und gleichzeitig haben wir natürlich Cliffhanger, die von einem Band in den nächsten führen. Und es gibt einfach so viele Facetten von dieser Geschichte, weil es auch viele, viele Subplots gibt. Das Ganze hat mich so ein bisschen erinnert an eine Soap, die irgendwie süchtig macht. Und wie gesagt, das Ganze ist dabei total realistisch aufgearbeitet. Also ich habe das vorher in einem Manga noch nicht so erlebt. Ich meine, ich habe jetzt auch noch nicht viele Manga oder Mangaka oder Mangas, je nachdem, wie der Plural jetzt wirklich ist, gelesen, aber eben doch genug, um festzustellen, dass A Silent Voice irgendwie somit das Realistischste ist, was mir bisher begegnet ist. Warum aber sollt ihr einen Blick auf diese Reihe werfen, obwohl ihr noch nie einen Manga vorher gelesen habt oder gar kein Interesse daran hattet? Ganz einfach, Nummer 1, weil ich es so sage, und Nummer 2, weil diese Bücher einfach mit einem waschechten Drama, mit einer Tragödie, mit einer Soap, mit einem Roman konkurrieren können. Also komplett. Ich finde, die Dialoge da drin waren wirklich so gut wie bei einem richtigen, anspruchsvollen Roman. Der Zeichenstil ist zwar in diesem Manga-Stil natürlich gehalten, aber ist, glaube ich, nicht ganz so extrem in dieser Schiene, dass man so stark übertriebene Darstellungen hat. Das gibt es hier nicht so häufig.
Und es ist einfach wirklich mal etwas anderes. Durch seine Darstellungsform, durch die Art und Weise, wie die Geschichte erzählt wird, auch wenn es, wie gesagt, für mich als Contemporary, als Mainstream-Leser trotzdem völlig verständlich war und auch irgendwie einen Nerv bei mir getroffen hat. Natürlich ist es irgendwie was anderes, weil es nun mal ein Manga ist, aber es reißt einen nie raus. Und ich muss wirklich ein Plädoyer ablegen für diese Bücher, für diese Reihe. Nehmt euch einfach wenigstens mal den ersten Band und fuchst euch da durch, weil die Bücher haben alle vor allem absolut die gleiche Qualität. Es gibt hier keinen Band, der deutlich schwächer ist als der andere. Es ist wirklich wie ein einziger dicker Roman, der einfach von Anfang bis Ende gut ist. Also anders kann ich es kaum bezeichnen. Ich bin wirklich voller Lobes für diese Reihe und kann nur sagen, es ist für mich bisher mit Abstand die beste Manga-Reihe, die ich gelesen habe. Und mit Sicherheit auch etwas für Einsteiger in diesem Genre. Und ich bin mir auch sicher, nachdem ich Silent Voice gelesen habe, wird es auf keinen Fall der letzte Manga bleiben, den ich gelesen haben werde. War das eine richtige Zeitform? Gelesen haben werde. Und jetzt sage ich danke, dass ihr bei meiner Rezension zugeguckt habt. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und ciao.